Die Landsknechte waren eine der berühmtesten, effektivsten und begehrtesten Söldnertruppen Europas, zugleich aber auch erbarmungslose Plünderer und skrupellose Gauner. Bewaffnet mit furchteinflößenden Langspießen und gewaltigen Zweihändern wurden sie von ihren Verbündeten bewundert und von ihren Feinden gefürchtet. Aber wie kamen sie zu diesem Ruf? Dieses Video präsentiert die Geschichte der Landsknechte, wie sie von der aktuellen Geschichtsforschung dargestellt wird. 1465 wurde Karl der Kühne Herzog von Burgund. Er verfolgte ehrgeizige Ziele, nämlich Burgund zu einem Königreich zu machen und die Grenzen seines Reiches zu erweitern. Manche sagen sogar, dass er danach strebte, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Seine Bestrebungen, sein Reich auszudehnen, führten schließlich zu den Burgunderkriegen. In diesem Konflikt wurde die überwältigende Macht Burgund von der kleinen Eidgenossenschaft und ihren Verbündeten in den Schlachten von Grandson, Murten und schließlich Nancy besiegt. Bei Nancy, im kalten Winter des Jahres 1477, griffen lothringische Truppen und eidgenössische Söldner eine gut befestigte burgundische Stellung an. Es gelang ihnen, die burgundische Position unter dem Schutz von Schnee und Nebel zu unterlaufen und überraschend von beiden Flanken anzugreifen. Das burgundische Heer wurde in kurzer Zeit zerstreut und viele der Fliehenden ertranken im eiskalten Wasser eines nahen Flusses. Karl der Kühne starb an den Wunden, die er während der Schlacht erlitten hatte. Der überraschende Ausgang der drei Schlachten läutete nicht nur den Aufstieg der Eidgenossen zur Militärmacht und zu einem der wichtigsten Exporteure für Söldner in Europa ein, sondern lenkte auch viel Aufmerksamkeit auf die Taktik der Eidgenossen, insbesondere auf den Gewalthaufen, eine tief gestaffelte Formation aus Spießen und anderen Stangenwaffen. Zu denen, die vom Erfolg der Schweizer beeindruckt waren, gehörte auch Maximilian I., der Sohn Friedrichs III., der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war. Einige Monate nach dem Tod Karls des Kühnen heiratete Maximilian Maria von Burgund, die einzige Tochter Karls, so dass er das burgundische Reich und dessen Reichtümer erbte. Um dieses neue Gebiet gegen König Ludwig XI. Von Frankreich zu verteidigen, der ebenfalls einen Anspruch auf Burgund hatte, brauchte Maximilian eine gut funktionierende Armee. Er konnte weder auf Aufgebote aus dem Reich noch auf die Unterstützung seines Vaters zählen, weil dieser von den habsburgischen Stammlanden aus mit einem Großteil der Truppen des Reiches die Ostgrenze gegen die Ungarn verteidigte und wegen des expandierenden Osmanischen Reiches besorgt war. Also begann Maximilian eine Armee auszuheben, die hauptsächlich aus Kavallerie, flämischen und brabantischen Fußsoldaten und Söldnern bestand. Aufgrund der neu erworbenen burgundischen Reichtümer konnte er dieses Heer problemlos finanzieren. In der Schlacht von Guingamp 1479 setzten diese neu formierten Truppen erstmals Gevierthaufen wie die der alten Eidgenossen ein und konnten schließlich die französische Armee besiegen. In einer symbolisch höchst bedeutsamen Geste stieg Maximilian von seinem Pferd und trat in die Reihen der gewöhnlichen Fußsoldaten. Nach der Schlacht löste sich Maximilians Heer auf und er erkannte, dass er eine strukturierte und dauerhafte Armee brauchte, um seinen Besitz und den Herrschaftsanspruch seiner Familie zu verteidigen. Er begann umgehend eine solche Truppe aufzustellen und bis zum Jahr seiner Krönung zum römisch-deutschen König 1486 hatte er zwei Armeen von je 3000 bis 4000 Söldnern aufgestellt. Im gleichen Jahr wurden diese Söldner in den eidgenössischen Abschieden, eine Art Protokoll der Tagsatzung, das ist die Vollversammlung der Abgesandten der eidgenössischen Orte, erstmals mit dem Begriff Landsknecht bezeichnet. Die Qualität der schnell zusammengestellten Truppen variierte jedoch stark. Um dem entgegenzuwirken, engagierte Maximilian eidgenössische Ausbilder, und ab 1490 legten die Landsknechte einen Treueeid auf Maximilian ab, der sie zum offiziellen Reichsfußvolk machen wollte. Dies gelang ihm aber nie und im Laufe der Zeit dienten die Landsknechte verschiedenen europäischen Herren, darunter die von Frankreich, Spanien und England.
Der Begriff Landsknecht bezog sich in erster Linie auf die in Süddeutschland angeworbenen Söldner und unterschied diese von Söldnern aus der alten Eidgenossenschaft. Er setzte sich jedoch bald als Bezeichnung für Fußsoldaten im Söldnerdienst allgemein durch. Die ältere Forschung brachte den Wortteil Lanz mit Lanzen von Reitern in Verbindung, während zeitgenössische Historiker wie Matthias Rock der Meinung sind, dass es sich eher auf jene Soldaten bezog, die im Land rekrutiert wurden, das heißt in den Ländern des Heiligen Römischen Kaisers. Der Wortteil Knecht weist vermutlich auf die Verpflichtung des Söldners gegenüber Reich und Kaiser hin. Der etymologische Ursprung des Wortes wird aber bis heute diskutiert. Im späten 16. und 17. Jahrhundert wurde der Begriff Landsknecht nach und nach durch andere Begriffe wie Soldat und Kriegsvolk ersetzt und verschwand schließlich ganz aus den Quellen. Mit dem Aufstieg der Landsknechte wurde das Marktmonopol der Schweizer Söldner, der sogenannten Reisläufer, in Frage gestellt, was zu intensiven Rivalitäten führte. Diese Spannung wurde während dem Schwabenkrieg 1499 drastisch verschärft. In diesem Konflikt kämpfte die alte Eidgenossenschaft gegen ein Bündnis zwischen Maximilian I. und dem Schwäbischen Bund um die Kontrolle über das habsburgisch-eidgenössische Grenzgebiet. Die neu gebildeten Landsknechtseinheiten erlitten demütigende Niederlagen gegen die Schweizer Reisläufer. Sie verloren die meisten der zahlreichen Auseinandersetzungen, abgesehen von einigen kleineren Scharmützeln. Dies führte zu einem ausgeprägten Hass zwischen den Landsknechten und den Reisläufern. Das zeigte sich einerseits in beleidigenden und recht lustigen Übernahmen wie Sauschwab, also Sauschwabe, oder Kuhschweizer, eine beleidigende Fremdbezeichnung, die später zur Selbstbezeichnung wurde und den Schweizern so ihren Namen gab. Andererseits wurden die Begegnungen zwischen den beiden in blutigen, gnadenlosen Kämpfen ausgefochten. Beide Seiten machten keine Gefangenen. Wer dem Gegner in die Hände fiel oder verwundet wurde, wurde erbarmungslos abgeschlachtet. Nach dem Schwabenkrieg begann Maximilian erneut zu werben, weil sich gezeigt hatte, dass seine Landsknechte den Reisläufern unterlegen waren. Er legte die Rekrutierung in die Hände des erfahrenen Veteranen Georg von Frundsberg, dessen Wahlspruch »Viel Feind, viel Ehr« war. Frundsberg wurde später als Vater der Landsknechte bezeichnet und gilt als einer der wichtigsten Taktiker und Militärunternehmer des 16. Jahrhunderts. Er stellte neue Landsknechtsregimente auf und bildete sie aufgrund seiner Erfahrungen aus. Frundsberg orientierte sich dabei an der Schweizer Taktik und verfeinerte sie weiter. Im Gegensatz zu den Schweizer Gewalthaufen erhöhte er nach der Schlacht von Bicocca 1522 die Anzahl der Schützen in den Landsknechtsverbänden. Der Historiker Reinhard Baumann, ein anerkannter Experte zum Thema Landsknechte, hält fest: Frundsberg hat offenbar die Zeichen der Zeit erkannt. Die Zukunft gehörte den Schusswaffen. Möglicherweise hat Frundsberg das von den Spaniern in der Schlacht von Cerignola 1502 gelernt, wo einige hundert spanische Schützen die Schweizer Söldner in kürzester Zeit niederschossen. So kam es, dass die Landsknechte im weiteren Verlauf der italienischen Kriege entscheidende Siege errangen, zum Beispiel in den berühmten Schlachten von Marignano 1515, Bicocca 1522 und Pavia 1525. Bei Bicocca war Frundsberg selbst anwesend und setzte sich mit den Spaniern fest, welche wiederum die angreifenden Schweizer beschossen und ihnen erheblichen Schaden zufügten. Anschließend drangen Frundsbergs Männer die Reste der Schweizer Gewalthaufen im Nahkampf nieder. Mit zunehmendem Erfolg wuchs das Selbstbewusstsein der Landsknechte. Sie begannen offensiver mit ihren Dienstherren zu verhandeln und beharrten auf ihren Forderungen. Sie waren sich bewusst, dass ihre Herren im Kampf auf ihren Gehorsam angewiesen waren. Maximilian hatte Mühe, den steigenden Ansprüchen der Landsknechte gerecht zu werden. In der Folge tendierten sie dazu, sich in den Dienst anderer Herren zu stellen und holten sich, was sie verlangten, durch Plünderungen. Die Landsknechte lebten an einem Tag im Luxus und am anderen in Armut. Nachdem sie aus dem Dienst entlassen worden waren, wurden sie ihrem Schicksal überlassen.
Sie galten dann kaum mehr als Landstreicher und zogen oft als sogenannte gartende Knechte plündernd und bettelnd durchs Land. Der wohl berühmteste Fall, in dem ein Dienstherr die Kontrolle über ein Landsknechtsheer verlor, war der Sacco di Roma im Jahr 1527, als Landsknechte die Stadt Rom gnadenlos plünderten. Die Landsknechte waren nicht zu Maximilians persönlicher Armee geworden, sondern zu einer der begehrtesten Söldnertruppen ihrer Zeit. In der Blütezeit der Landsknechte kamen die meisten Rekruten aus Baden, Bayern, Franken, Tirol, Württemberg, dem Rheinland und Norddeutschland. Die Herkunft aus einer kulturell und sprachlich relativ homogenen Region förderte den Zusammenhalt der Einheiten. Sowohl die Rekrutierung als auch die Musterung wurden nach schweizerischem Vorbild durchgeführt. Ein neuer Haufen bzw. ein neues Regiment wurde aufgestellt, indem ein Dienstherr einen sogenannten Bestallungsbrief ausstellte, indem er den Obristen des neuen Regiments ernannte. Der Bestallungsbrief enthielt Kriegsartikel, Reglemente, Angaben zur Größe und Struktur der Einheit und zum Sold. Nach Annahme dieses Vertrags besorgte sich der Obrist, oft über ein Darlehen, die benötigten Mittel und stellte seinen Offizierstab zusammen. Anschließend suchten einige seiner Offiziere nahegelegene Marktplätze auf und trommelten potenzielle Rekruten zusammen. Alle Männer, die sich meldeten, mussten zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zur Musterung antreten. Die Musterung folgte einem ganz bestimmten Ablauf. Gemäß dem Militärhistoriker John Richards mussten die Anwärter einer nach dem anderen unter einem Durchgang aus Spießen oder Hellebarden durchlaufen, damit der Oberst des Regiments die physische Verfassung und die Bewaffnung jedes Anwärters beurteilen konnte. In der Regel verpflichtete man sich für 3 bis 6 Monate. In den frühen Jahren der Landsknechte konnte jedermann in ein Regiment eintreten. Ärmere Männer, die keine eigene Ausrüstung hatten, konnten Waffen und Rüstungen mieten. Das änderte sich aber bald, und während anfänglich die Karrierechancen ausgeglichen waren, wurden Adlige bald zu den bevorzugten Kandidaten für höhere Ränge. Männer, die bereits gedient hatten, sogenannte beschossene Knechte und sehr gut ausgerüstete Männer, konnten einen höheren Sold verlangen. Schlecht ausgerüstete Neulinge erhielten dagegen weniger. Der Standardsold für einen einfachen Landsknecht betrug 4 Gulden im Monat. Das war etwa doppelt so viel, wie ein Steinmetz verdiente. Es gilt aber zu bedenken, dass jeder seine eigene Ausrüstung mitbringen und alles selbst bezahlen musste. Vom Regiment erhielten die Landsknechte lediglich Geld. Nach der Musterung bekamen die Rekruten ihren ersten Sold und wurden versammelt und über ihre Rechte und Pflichten informiert. Danach mussten sie einen Eid auf den Kaiser oder den Obrist schwören. Die Rangordnung eines Landknechtsregiments wurde von Leonhard Fronsberger, einem Militärschriftsteller, in seinem Kriegsbuch von 1573 festgehalten. Der höchste Offizier des Regiments war der Obrist. Ihm zur Seite stand ein Oberstleutnant und jedes Fähnlein oder jede Kompanie wurde von einem Hauptmann befehligt. Jedes Fähnlein bestand aus 400 bis 500 Mann, von denen etwa 100 schwer bewaffnete Veteranen, sogenannte Doppelsöldner, waren. Die Fähnlein selbst waren in Rotten von 6 bis 10 Männern unterteilt, die ihren Führer, den Rottmeister, monatlich selbst wählten. Ein Landsknechtsregiment wurde nach dem Gemeindeprinzip organisiert. Das bedeutet, dass das Regiment als Gemeinschaft auftrat, während der Obrist die Interessen des Kriegsherrn vertrat. Die Landsknechtsgemeinde konnte gewisse Ämter selbst wählen, hatte ein Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen und wurde bei Gerichtsverhandlungen mit einbezogen. Die Rechtsprechung der Landsknechte war besonders für das Spießgericht berüchtigt, bei dem der Verurteilte durch eine Gasse seiner Kameraden laufen musste, die ihn mit ihren Piken niederstachen. Diese Strafe war den Soldaten vorbehalten. Die Mitglieder des Versorgungs- und Transportzuges, des sogenannten Trosses, konnten nicht zum Spießrutenlaufen verurteilt werden. Der Tross bestand aus Karren, Fuhrwerken und Lasttieren, Marketendern, Metzgern, Bäckern und Gastwirten.
Er war notwendig, um die Männer mit Essen, medizinischer Versorgung, Unterhaltung und vielem mehr zu versorgen. Während das Lagerleben friedlich sein konnte, war das blutige Geschäft der Landsknechte der Krieg. In der Schlacht bestand eine Landsknechtformation hauptsächlich aus Spießträgern, Hellebardieren und Schwertkämpfern. Eine besonders auffällige und beliebte Waffe war der sogenannte Flammberg, ein zweihändiges Schwert mit einer geschwungenen Klinge, die an eine Flamme erinnert. Beliebte Zweitwaffen waren Kurzschwerter, oft ein sogenannter Katzbalger, und Dolche. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Nahkämpfer mit Arkebusen und Musketenschützen ersetzt, so dass gegen Ende des 16. Jahrhunderts nur noch etwa 200 Pikeniere in einem Regiment waren. Die Kampfformation der Landsknechte war ein Gevierthaufen, ähnlich dem Schweizer Gewalthaufen. Er war in Vorhut, Hauptmacht und Nachhut unterteilt. Bei einem Gefecht stürmte eine kleine Schar von Männern, der sogenannte verlorene Haufen, der unter einer blutroten Fahne kämpfte, voran. Der verlorene Haufen war im Grunde nichts anderes als ein Todeskommando, das aus Kriminellen, ausgelosten Landsknechten und Freiwilligen bestand und dazu bestimmt war, die feindlichen Reihen zu durchbrechen. Ab etwa 1520 übernahmen diese Aufgabe vor allem die relativ lose operierenden Schützen, die versuchten, Lücken in die feindliche Formation zu schießen, um den Nahkämpfern so eine Gelegenheit zum Angriff zu verschaffen. Im Gegensatz zum schweizerischen Gewalthaufen waren die Landsknechte in einer geschichteten Formation aufgestellt. Das heißt, dass sich Reihen von Spießträgern mit Kurzwaffenträgern abwechselten. Die ersten Reihen bestanden in der Regel aus schwer gerüsteten Doppelsöldnern, die mit langen Spießen bewaffnet waren. In der Mitte der Formation schwenkte ein Fähnrich die Fahne der Einheit und gab so visuell Befehle weiter. Er wurde von Trommlern und Pfeifern begleitet. Vor dem Aufprall wurden die vertikal getragenen Spieße Glied für Glied gesenkt. Beim Zusammenprall mit dem Feind rammten dann die ersten Reihen ihre Piken in die gegnerische Formation. Durch die Wucht des Zusammenstoßes brachen manche Spieße oder rutschten den Männern durch die Hände. Sofort drängte die zweite und dritte Reihe nach und drückte ihre Kameraden weiter nach vorne. Gelang es den Landsknechten, die Feinde zurückzudrängen und damit ihre Formation aufzubrechen, setzten sie dem Feind nach und überrannten ihn. Drohte ein Gevierthaufen eingekreist zu werden, bildeten die Landsknechte den kreisförmigen Igel, auch Rädlein genannt. Dazu zogen sich die Schützen und Kurzwaffenträger in die Formation zurück, während die Pikeniere einen Kreis bildeten und mit aufgestützten Waffen den Angriff erwarteten. Die wichtigste Unterstützungswaffe für die Gevierthaufen war die Artillerie. Wenn sie im richtigen Moment eingesetzt wurde, konnte sie die feindlichen Reihen brechen und so den Angriff der Fußsoldaten vorbereiten. Das Wissen über Ballistik und Zielvorrichtungen war jedoch noch immer begrenzt und schwere Geschütze waren äußerst unhandlich. Manchmal wurden die Landsknechte auch in Kombination mit Kavallerie eingesetzt. Zwischen den beiden herrschte jedoch eine tiefe Rivalität und Massenschlägereien waren keine Seltenheit. Sowohl Maximilian I. als auch sein Nachfolger Karl V. hatten mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Oft konnten sie ihre Landsknechte nicht regelmäßig und zuverlässig bezahlen. Die Loyalität der Landsknechte war aber stark von der Bezahlung abhängig und ihre Disziplin war daran gebunden, dass ihre Herren die Verträge einhielten. Darum begannen die Landsknechte bald, sich in den Dienst anderer Kriegsherren und Militärunternehmer aus ganz Europa zu stellen. Die Kaiser versuchten dies zwar zu verhindern, scheiterten aber. So kam es, dass Landsknechte unter vielen Flaggen kämpften, in ganz Europa, Nordafrika und sogar in Südamerika. Im Laufe des 16. Jahrhunderts verloren die Landsknechte schließlich nach und nach ihre herausragende Stellung. Dies zeigt sich wohl am besten daran, dass der Standardzoll von 4 Gulden über ein Jahrhundert praktisch gleich blieb, während sein Wert durch Teuerung massiv geschmälert wurde. Ihre Kleidung kam bald aus der Mode und ihr sozialer Status wurde immer schlechter. Während sich die Landsknechte wenig veränderten,
wurden Bewaffnung, Taktik und Organisation europäischer Armeen ständig reformiert. Berühmte Beispiele dafür sind das spanische Tercio und die niederländische Ordnung. Entsprechend verloren die Landsknechte bald ihre herausragende Stellung. Der Einsatz von großen Söldnerarmeen hielt sich in Mitteleuropa aber noch für einige Zeit. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden Söldnerheere und damit auch die Landsknechte nach und nach durch stehende Heere ersetzt.